Hallo an meinem Basteltisch. Ja, ich glaube, ich habe eine jetzt ein bisschen verwirrt mit meiner Farbauswahl hier und vor allem natürlich auch mit dem Stempel. Ja, das hat natürlich einen Hintergrund. Ich weiß, dass ich damit was machen wollte. Das habe ich euch natürlich jetzt dann noch nicht so erzählt. Deshalb stört mich das jetzt hier auch überhaupt nicht. Ich werde auch jetzt diesen hier verwenden, der so ein bisschen verwischt ist, weil ich habe mir das Ganze nochmal abgestempelt. Offener Exa kommt da und habe jetzt eben schon da gesessen und habe das fantastisch ausgemalt mit den Twinklings. Ja, und dann kommt das hier einfach rüber und schon ist die Sache erledigt. Ja, was ich jetzt hier noch machen will, da habe ich euch ja auch schon ab und zu mal gezeigt. Jetzt seht ihr hier, ne, ich habe das ja versucht, fein säuberlich auszuschneiden, aber ich habe hier immer noch Teile drin, wo so weiße Stellen sind, die kriege ich auch nicht raus. Also wenn ich das hier schneide, da kann es sein, dass mir das Papier da anfängt so ein bisschen zu brechen oder sowas und dann schneidet man darin, das ist alles nichts. Und ich verwende ja dann immer so einen kleinen, oh, habe ich noch nie rausgesucht, so einen hellgrauen Stift hier und mache diese Flächen da so ein bisschen grau, weil ich immer das Gefühl habe, dann sehe ich das nicht ganz so, also wirklich bis ganz, ganz bisschen. Dann sind die einfach mal nicht so weiß und fallen nicht so doll auf hinterher. Die müssen auch nicht komplett ausgemalt sein. Es geht einfach bloß darum, dass da so ein bisschen Farbe drin ist. Also hier seht ihr das vielleicht jetzt mal den Unterschied. Ja, wenn ich das so hochhebe, ich hoffe, dann sieht es, ne? Da ist schon ein bisschen grau drin und da ist es weiß. Also ich finde, das fällt hier viele Dollar auf. Und naja. Aber das könnt ihr ja selber entscheiden, ob ihr das so auch so empfindet wie ich oder nicht. Ne? Ist ja sowieso immer alles so ein bisschen, wie man das so gerade haben möchte. So, das mache ich jetzt hier nochmal. Dass wir die Stellen da noch ein bisschen, die jetzt nicht auszuschneiden sind, einfach noch ein bisschen grau machen. Und ja, jetzt ist es natürlich so, dass dieser Hintergrund da immer noch sehr rosa ist und aber noch nicht fertig, ne? Also da fehlt ja noch ein bisschen was. Das kann ja jetzt nicht so unbedingt so bleiben, wie es da ist. Und das habe ich gedacht, machen wir jetzt zusammen und dann gucken wir mal, dass da irgendeine Frühlingskarte draus wird. Das könnte ja irgendwie lustig werden. So, habe ich jetzt überall was getroffen hier? Ne, an der Stelle noch nicht so richtig. Hier auch nicht. So. Ja, also, wie gesagt, so ein bisschen grau und dann hat man nicht mehr so das Gefühl, dass das alles so weiß vorsticht. Ja, hier haben wir jetzt den Hintergrund. Das lege ich erstmal hin. Das kann auch ein bisschen trocknen. Und ja, also, was machen wir jetzt da? Ich habe eben mal einen Stempel, da steht jetzt Frühling drauf. So, zack, der kommt hier unten runter. Ganz einfach. Und dann außenrum müssen wir jetzt auch nochmal gucken. Ja, Schrift kann man jetzt drauflegen, zum Beispiel. Und die kann ich ja eigentlich komplett draufstempeln, weil da ich ja was draufklebe, ist das auch vollkommen egal. Ich habe ja jetzt hier diesen kleinen, den habe ich schon öfter mal irgendwie verwendet. Ganz kleine Schrift. Und ja, was kann man jetzt machen? Zum Beispiel kann man die vollflächig aufsetzen natürlich oder in Teilen. Und ich mache jetzt einfach nur eine Seite runter. Schrift. Finde ich jetzt auch mal ganz witzig. Ich habe mir jetzt hier welche, weil die heißt das Zeug. Moment, muss ich mal gucken. Tissel. Also Distel war. Ist es Distel? Ich hoffe ja, dass ich nicht vollkommen daneben liege. Ich will jetzt auch nicht das Pink nehmen, weil so ist das ist eigentlich nicht meine Farbe. So, wir nehmen jetzt mal also den hier, stempeln ihn nochmal so hin. Ich hoffe, das funktioniert. Das ist übrigens derselbe, den ich hier schon mal hatte, ne? So, und dann machen wir da nochmal ein bisschen so was mit runter. Dann haben wir hier so eine Seite, so ein bisschen einfach Schrift. So, dann habe ich mir noch so ein Swirl rausgesucht hier. Das ist auch wieder so ein Lablanche-Swirl. Den kann man jetzt hier wieder vernünftig nehmen und da auch irgendwas an der Seite ranstempeln. Nicht vollflächig, sondern wirklich bloß so die Seite vielleicht. So, was. Und der sieht übrigens auch richtig gut aus, ne? Seht ihr, glaube ich, gerade. Ja, so, den kann man natürlich jetzt hier unten auch noch ansetzen. Ich kann den auch über die Schrift noch setzen, ne? Das würde auch gehen. Ja, kann ich eigentlich machen. Guck mal, der ist komplett quer hier. Machen wir das mal ruhig so. Und dann müssen wir natürlich da ein bisschen was noch hinsetzen. Dann sieht der ein bisschen komisch aus. Zack. Ja, hier oben mache ich das jetzt auch.
So, und damit ist natürlich klar, dass mein ganzes Verwischtes hier vollkommen egal ist. Ja, dieses Picket Raspberry habe ich mir trotzdem nochmal hierher geholt, weil ich würde natürlich gerne den Rand wischen und dann versuchen wir das ruhig mit dem jetzt, weil, ne, mal gucken. Ist halt jetzt pink, was soll's. Mal sehen, ob das überhaupt geht. Also, mit den Oxides bin ich ja nicht so ganz befreundet. Mir fällt gerade auf, ich habe mir noch ja keinen Hintergrund rausgesucht. Da werde ich jetzt auch nicht haben in Pink. Kann ich mir nicht vorstellen. Wobei natürlich das auf so einem dunklen auch nicht schlecht aussehen könnte hier. Hm? Das gefällt mir ganz gut. So, jetzt fehlt eigentlich nur noch dieser ausgeschnittene Stempelabdruck hier drauf. Und dann ist so an manchen Stellen nur noch mal die Umrandung zu sehen. Was auch mal nicht schlecht aussieht, wobei das jetzt hier sowieso untergeht. Und mein Wortfrühling. Ja, ich glaube, das werde ich jetzt hier unten embossen. Das könnte am besten aussehen. Ja, man kann das ja, ich glaube, man kann Oxides kann man, glaube ich, auch embossen, wa? Aber ich glaube, das ist ein bisschen sehr heftig mit so einem Farbton. Ganz so schlimm sollte das vielleicht doch nicht aussehen. Denn mit diesen Dye-Inks hier, da emboss ich ja eigentlich immer nicht. Gut, ich lasse mir was einfallen und dann zeige ich es euch, wenn es fertig ist. So, ich habe die Karte schon zusammengeklebt und alles. Ja, hier, das hatte ich wirklich embossed mit dem Zeug. Das hat zwar funktioniert, aber das ist komplett untergegangen. Das ist zwar auch Polysparkle gewesen, aber. Da habe ich jetzt mal so rundrum mit so einem wunderbaren pinken Stift da hingeschrieben. Man kann es jetzt ja nicht so richtig lesen, aber ist so. Ja, auf alle Fälle ist das jetzt da hochgeklebt und man sieht hier aber interessanterweise, komm mal hoch, ich zeige euch das mal, was ich gar nicht so schlecht finde. Hier ist jetzt ja richtig rundrum um dieses Ding so ein richtig schöner Schatten. Also ich sehe das, ne, weil ich es ja weiß. Andere Leute würden das wahrscheinlich ja nicht beachten, aber ich finde es ja nicht mal so schlecht. So, was mir jetzt natürlich noch eingefallen ist, mit dem zweiten Ding, wir können ja jetzt mal ganz mutig sein und einfach nochmal einen Ruff setzen. Das wird natürlich nie klappen, dass der an derselben Stelle ist. Aber man könnte jetzt nochmal versuchen, das Ding so wie mit ein bisschen Abstand zu machen oder sowas. Also eigentlich, soll ich das mal versuchen, Jova? Ich meine, im schlimmsten Fall kann ich das wegschmeißen oder ich mache Gesserhof. Und dann machen wir da was ganz anderes draus. So, also, ich will das jetzt wissen, ob das gehen könnte. Nehmen wir jetzt dieselbe Farbe hier, dieses Tissel heißt das ja, wa? So. Und dann mal sehen, ob das überhaupt geht hier. Also, ne? Wirklich, also eigentlich ist das wirklich doof, dass der so rund ist. Macht sich wirklich blöde. Vielleicht sollte ich den echt runterschmeißen hier und und das auf EZ Mount machen. Vielleicht mache ich das irgendwann mal. So, jetzt bin ich gespannt. Also ein Stück Abstand will ich sowieso haben, dass ich weiß, dass er versetzt ist. Vor allem ist das wirklich schwierig, mit dem runden Teil zu stempeln. Könnte jetzt wieder sein, dass der Abdruck nicht gut wird oder was. Mal gucken. Ah, cool. Genauso. Genauso, das ist richtig gut. Ich weiß nicht, wie euch das gefällt, aber ich finde es gut. Das ist noch besser geworden, als ich mir das vorgestellt habe, ehrlich gesagt. Weil das hier auch von der Linie her passt. Also ich hatte erst gedacht, dass das vielleicht irgendwie so ein bisschen verquer wird, aber ist es nicht. Ja, was machen wir jetzt damit? Also irgendwie brauchen wir jetzt ja auch. Also das würde ich jetzt hier zum Beispiel überhaupt nicht mehr anmalen oder sowas. So,
sondern wirklich so lassen, wie es ist. Und dazu müsste ich mir jetzt irgendwie noch mal ein bisschen was für die Seiten einfallen lassen. Ich glaube, jetzt muss ich schon wieder irgendwelche Hintergrundstempel von mir holen. Ja, das mache ich jetzt mal. So, da bin ich wieder. Ja, ich mag ja besonders den hier. Das sind ja so merkwürdige Streifen. Also auch so was Flamingo-Art, was das leider nicht mehr gibt. Und der könnte sich jetzt dafür ganz gut machen. Gucken wir mal rein. Weil der halt so unterschiedlich lange Streifen hat. Könnte man. Mal sehen. Da muss ich mal ein bisschen genauer gucken. Und dann nehmen wir jetzt die andere Seite. Oh, da war schon ein Ditch drin, was wieder nicht so schön ist. Die sind sehr flach geschnitten, also die sind ja gelasert gewesen, die Stempel. Und die sind immer, das ist immer gefährlich hier mit irgendwelchen Kanten, weil man da fast unweigerlich mit dem Stempelkissen drauf latscht. So, machen wir noch eins hier. Und dann nochmal so ein Langert. So, machen wir jetzt so einen Rand. Ja, den machen wir jetzt an der anderen Seite auch noch. Doch was. Also wie gesagt, da ist jetzt glaube ich weniger mehr bei dem Ding. Ja, ich hatte eigentlich noch diesen hier rausgeholt mit den so Crackles. Das könnte man auch nochmal machen. Das muss ich in der Hand nehmen, das Ding. Gucken wir mal so. Dass man da so bloß ein bisschen was drin macht. So ganz vereinzelt, man sieht. So, und unten noch ein bisschen was. So. Hier in der Mitte ist nichts. Zack. So. Ja. Finde ich jetzt aber ziemlich gut. Jetzt müsste ich aber gucken, eigentlich brauche ich jetzt so was Dunkles, womit ich wischen kann, ne? Gestern hatte ich ja da dieses andere. Wo ist denn dieser kleine Fingerwischer? Den habe ich dort weggelegt. Da muss ich mal gucken jetzt, dass ich mit dem hier das auch nochmal anwische, weil das muss dieselbe Farbe sein, sonst. Ich hatte erst überlegt, das auch mit dem rosa anzuwischen, aber das wird nichts. Moment mal. Ja, das war die Farbe von gestern. Oder vorgestern. Jetzt gucken wir mal. Könnte man da noch irgendeine Schrift draufstempeln, wo ich jetzt auch schon wieder nichts mehr hier habe, weil ich mir darüber keine Gedanken gemacht habe. Muss ich schon wieder mal suchen. So, jetzt habe ich was gefunden. Ich würde da wirklich mal was von SU-Ruf stempeln, nämlich diesen kleinen guten Laune-Gruß. Warte mal, der ist nämlich ziemlich lang. Aber ich glaube, das müsste gehen. Guck mal, ist doch ja nicht so schlecht. Jo, alle in derselben Farbe. So, ja. Jetzt brauchen wir das Ding nur wieder auf irgendwas draufkleben und habe ich schon ein bisschen Schiss, dass ich da nicht passendes habe wieder. Doch, wa? War nicht bitte dasselbe? Ja. Doch, dann müssen wir das hier auch wieder auf so was Dunkles draufkleben. Das sieht irgendwie immer am besten aus.
So, und hier ist das wieder so. Das kennt ihr ja schon von mir. Ich mache da einfach hinten drauf immer doppelseitige Klebeband auf die Seiten rundherum. Und in der Mitte Klebestift, damit sich das alles wieder hinzieht. Weil das ist ja ein schöne Welt hier, das Ganze jetzt. Karte fertig. Und ja, die zweite ist ein bisschen, also das ist ein bisschen heftig hier, das weiß ich. Also mit dem Frühling, das war nicht so gut gelungen, das hätte ich in schwarz machen sollen. Aber die finde ich richtig gut geworden, muss ich euch echt mal so sagen. So, dann habe ich jetzt doch nochmal zwei Karten damit gemacht. Bin ich ganz zufrieden mit der nicht ganz so. Das Frühling ist ein bisschen extrem. Das hier fällt mir gut, aber ich habe gerade gesehen, ich habe es ein bisschen schief aufgeklebt. Ja, ist handgemacht. Ja, das war's für heute. Ich wünsche euch noch eine wunderbare Woche. Mal gucken, wann ich diese Woche noch irgendwas machen kann. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.